Mein Name ist Benji. Heute haben wir mal kein Best of Weekend League, weil ich es mir echt nicht antun konnte diese Woche. Dafür gab es ja am Samstag die Weekend League Challenge. Wir bewerten heute eure Teams, die ihr mir auf Twitter zugeschickt habt. Ich habe nach RTG-Teams gefragt. Bin ich mal gespannt, was davon wirklich alles angeblich RTG ist. Folgt mir auf Twitter, wenn ihr dabei sein wollt. Liked das Video gerne, Freunde. Und abonniert den Kanal. Aloha, schickt mir eure RTG-Teams für ein Video nach einem Monat FIFA unter dem Hashtag Team Benji zu. Keine Toasterfotos. Bitte, wirklich, Jungs. Keine Toasterfotos. Ah, cool. Tut mir bitte den Gefallen, Freunde, und schickt mir keine Screenshot aus der Companion-App, weil die Fotos sind hier nicht so groß, wie die anderen eigentlich sein sollten. Geiler Teamname. Don't toxic, please. My brother, please no. Wir haben um Titi Flashback drinne. Weiß ich nicht, ob ich die SBC gemacht hätte. Also mit einem RTG-Team sich einen Hakimi Wants to Watch leisten zu können. Ich scheiß auf diesen 600.000 Euro Rolls-Royce. Und wenn du wissen willst, wie das geht, schreib mir eine Nachricht. Dem Bruder muss es gut gehen. Ich hätte die Konsole lieber anders investiert. Oder er hat ihn Untrade in seinem Wants to Watch-Team Pack gezogen. Vinicius Junior Offcam und um Titi auch. Don't toxic, please. Sieht aber an sich okay aus, das Team. Mir fehlt nur wirklich so ein kleiner, brutaler Abräumer. Und ich weiß nicht, ob der Stürmer gut ist. Wer ist das überhaupt? Ach, war eine SBC, ja, dann ist das Ding abgesegnet. Full Untrade Road to Glory Team. Die Männer, die hier wirklich alles RTG haben, haben schon wieder mehr Packluck als ich. Ja, oh, den Perfect Link hier unten, den finde ich gut. Ich denke mal, er spielt im Sturm Dembele und hier. Namen vergessen. Im Mittelfeld Tchouaméni, Mashallah, Kamavinga auch. Das ist wirklich aber auch ein RTG-Team, wie ich es mir vorstelle. Und guck mal da unten, wie er über die Ecke guckt, unser Manager. Finde ich gut, ist ein geiles RTG-Team. Viele Franzosen mit drinne, aber sonst trotzdem geil. Und ich glaube, Fekir werden wir heute noch... Ich glaube, wir werden Fekir bestimmt noch 25 Mal sehen. Ach, und der hat noch ein Tradable... Ja, so viel Gold habe ich, glaube ich, auch, wenn ich alles ausgebe und mir ein Team zusammenbaue. Als RTGler einfach mal eine 600k Innenverteidigerkarte. Dir geht's gut, mein Freund. Mashallah, dir geht's gut. Der Teamname. Ey, wenn ich gegen diesen Benzema spiele, der nimmt mich jedes Mal hops. Noch ein Fekir, noch ein Marquinhos, noch ein Hakimi, noch ein Donnarumma, noch ein Dembele. Ihr seid alle so kreativ, das finde ich richtig geil. Aber ansonsten gefällt mir das Mittelfeld nicht so. Pogba und Dembele weiß ich nicht. Dembele wirklich, den könnt ihr spielen, den könnt ihr auf jeder Position spielen. Ich hatte den Rulebreaker, ich will damit nicht flexen. Ich habe 300k Verlust mit der Karte gemacht. Aber absolut insane, wenn ihr einen günstigen Angreifer sucht, nehmt euch diesen Mann mit. Wenn ich aber auch schon wieder Mondi sehe, denke ich auch schon wieder an letztes Jahr FIFA. Team kriegt von mir eine 5 von 10. Ne, eine 6, ne 7 von 10 wegen dem Team nach. Nicht gut. Solange es an EA Sports gerichtet ist. Jungs, tut mir wirklich einen Gefallen nächstes Mal. Und schickt mir auf Twitter keine Screenshots vom Handy, sondern macht wirklich Fotos von eurem Team oder macht einen Screenshot mit der PlayStation-App. Mit der PlayStation. Das funktioniert wirklich tutto bene. Guck mal, solche Fotos sind ja auch okay. Auch wenn Messi ein bisschen mies getroffen ist. Fekir, wenn das nicht die meistgemachte SBC dieses Jahr ist und wie oft ich diesen ZM schon gesehen habe dieses Jahr. Es geht schon wieder los, dass die Leute, die Spieler alle Offcam spielen. Männer, es ist noch nicht mal Weihnachten und wir sind schon bei Off-Position gelandet. Koundé ist König, ist aber auch wirklich eine Maschine in der IV. Wir haben wieder Donnarumma. Wir haben die billige Variante Kimpembe. Die Verteidigung steht wirklich wie die Bank von England. Mittelfeld weiß ich nicht, Wijnaldum und Pogba. Ich würde Pogba nicht unbedingt spielen. Probier mal Fred, ich glaube, da wirst du ein bisschen mehr Spaß mit haben. Auch wenn Pogba nicht schlecht ist. Aber das Mittelfeld würde ich lieber ein bisschen was... Ihr braucht doch einen Abräumer. Messi sowieso geil, auch wenn es dem Mann da überhaupt nicht gut geht. Und Rashford. Wenn ich das Team sehe, könnte ich aber auch an ein altes FIFA denken. Bin ich ehrlich, ne? Kriegt von mir auch eine 5 von... Eine 4 von 10 wegen... Jungs, Mann. Der Typ hat 69 Schuss und drückt mir jedes Spiel 2 Tore, die mein Ronaldo nicht reinmachen würde. Ich hasse dich. Double fuck. Ist so Maxim so viel besser als Martial? Nein, nicht spielen. Road to Glory Main Team hat noch knapp 2 Millionen auf der hohen Kante. Ich bin voll high, Digga. Es ist ja... Bin aber voll und ganz zufrieden. DE 21777345. Kontoinhaber No End Gaming. Schick mir gerade mal ein paar rüber. Wie geil ist das Team denn? Wir haben einen kreativen Kopf. Es existieren Leute, die sich trauen, was zu bauen. Ich glaube, ich stehe im Wald. So was gibt's noch? Dieses Team ist so kreativ, dass ich die Hälfte der Teamnamen nicht kenne, Mann. Dest? Matuidi?
Paris, c'est petit. Regardez qui je croise. Mon gars, c'est moi. Blaiseau, blaiseau, blaiseau. Ich würde ihr das Team gerne bewerten, ne? Aber ich weiß nicht, ob die einzelnen Männer gut sind. Aber du kriegst von mir für dieses Team. Bruder, du hast es geschafft. Du kriegst von mir, ob dieses Team gut ist oder nicht, eine 10 von 10. Du hast noch Spaß an diesem Spiel. Jim, nee, das ist ein amerikanisches Team. You fucking... Nee, das ist britisch. You are fucking great, man. I love you. Ah, keine Toasterfotos. Ich verstehe. Dann geht der Comedypreis 2021 in der Kategorie Bester Komiker, Beste Komikerin an. To Wendy. Klar nenne ich dich dann Huren. Unfassbar, Digga. Ab sofort bewerte ich keine Teams mehr mit Matuidi drin. Wahrscheinlich Matuidi. Ja, okay, ich weiß, es war wirklich eine gute SBC und er linkt auch zu Dembélé. Das war ein Spaß, ist okay. Das Mittelfeld ist aber auch schon wieder ein bisschen besser. Mit Allen, der nimmt mich auch schon wieder hops, die wieder die ganze Zeit. Da fühle ich mich, was war das? FIFA 19, glaube ich, ne? Aber wieder die gleichen hier unten. Mukiel ist gar nicht so schlecht, habe ich auch schon gespielt. Kriegt von mir auch eine 6 von 10, das Team. Wobei, ich glaube, dass der Mann echt nicht so gut ist. Aber ich glaube, das ist auch eher so ein Chemie-Ding, wa? Snoopsy! Die Verteidigung, die rechte Seite, die habe ich ja heute noch nicht einmal gesehen, Digga. 10 von 10! Dieses Foto hat zwar die... Ich will nichts sagen von der Qualität, aber schaut euch den mal an. Der Mann weiß, was gut ist. Auch wenn... Also den rechten Schimmer habe ich heute sowieso noch nicht gesehen, aber der linke, der spielt ihn ja nicht im Sturm. Vertraut mir, Freunde. Ihr wollt diesen Mann auf eurer 6 haben. Das meine ich mit einem Abräumer. Dieser Mann... Aber auch wieder interessante Verteidigung habe ich so heute auch noch nicht gesehen. CR7 tradable gezogen. Wenn ich gegen den spielen würde. Schade, dass man die Teamnamen nicht mehr sieht. Aber immer wenn er mir ein Tor drücken würde, würde ich genau dieses Video vor meinen Augen haben. Ist mal was Neues. Aber vertrau mir, du wirst dir ganz viel Stress ersparen, wenn du diesen Rechtsverteidiger rausnimmst. Der kann dieses Jahr leider absolut gar nichts. Bernardo Silva... Du weißt, was gut ist, Choc Gisel. Ich frage mich, welche Formation er spielt. Ich würde das Team sogar, ich würde das Team bei einer 4-1-2-1 vorsehen. Sané dann wahrscheinlich im Sturm mit Ronaldo, Foden auf der 10. Ja gut, sind 3 Ligen, hat er ja noch einen Franzosen mit eingebaut. Aber rote Playerpicks laufen bei dir brutal, mein Bruder. Aber ich hoffe mal, dass ich da unten keine Leihkarten sehe. Mein Best sieht mir stark danach aus. Ich nehme das Foto rein wegen dem Stürmer. I missed him. Yeah, I know, he is here. Dann Yuma, habe ich gespielt, fand ich trash. Depay hat auf jeden Fall Potenzial. Und der Russe, glaube ich, auch. Und wieder Dembélé. Ist ein Ein-Ligenteam und ein Hero. Und der Hero ist aus der Liga, merke ich gerade. Lol. Aber ganz ehrlich, sowas verstehe ich voll und ganz irgendwie auch, wenn man RTG macht und nicht ganz so viele Coins hat. Und Alexander Isak, traut euch mal was. Der Mann ist wirklich nicht schlecht in-game auch. Ich liebe es, Männer, wenn ihr euch was traut. Und man nicht jedes Weekend-Spiel wirklich die gleichen Teams sieht, Digga. Wirklich. Ah, hey, cool. Esports.com. Wollt ihr euch nicht zu Quatsch Comedy Club umbenennen? Nö.